Also los. Je schon ganz nah dran. Den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen. Okay, dann gucken wir uns hier erstmal um. Was haben wir hier? Ein Boot, das in der Luft schwebt und riesiges Ding. Und eine Schale. Paddel. Eine Metallstange. Die Eisenstange ist in den Steinen verteilt. Und sie sieht nicht gerade leicht aus. Nee. Schwere Eisenstangen sind nicht gerade die Waffen einer Lady. Sind wir das Paddel? Weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat. Denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Nimm mit! Sonst haben wir hier nur noch ein Ruderboot und ein Skelett. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Oder der arme Kerl ist als Schatzsucher hierher gekommen und bleibt nun als atmosphärische Deko. Ja. Betrachte die Steinchen. Einige kleine Steinchen, blank und rund gewaschen von der Strömung. Nehmen wir mit. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... sieht aus wie Kompost. Na, lecker. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verrottet. Aber hier, da glänzt etwas. Eine Dose Ölsardinen hat die Zeit überstanden. Was ist das? Ernsthaft? Eine Steinscheibe. Aha. Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genauso aus wie die Kristallhalterungen drüben im anderen Raum. Kann ich da die Dinge spreiten? Nein. Auch wenn ich die Kristalle hier einsetze, könnte ich sie allein nicht beide gleichzeitig berühren. Die Zangen liegen zu weit voneinander entfernt. Okay. Da Statue und das Tor, ja. Man fragt sich, ob die Figur schon immer da war und man deswegen den Tempel gebaut hat. Oder ob sie nachträglich als monströses Prunkstück in den Fels geschlagen wurde. Stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt des Schicksals. Meinst du? Irgendwo dort muss das Artefakt verborgen sein. Ich kann seine Nähe geradezu spüren. Es ruft mich, aber ich wünschte, es wäre niemals in diese Welt gekommen. Oh Gott! Okay, gut, da ist nämlich noch eine Tür, da können wir bestimmt rein. Was immer hinter dem Steintor liegt, dürfte mir weiterhelfen. Es sieht so aus, als würde der Mechanismus der Eingangstür von dort aus gesteuert. Das Tor wird sich nicht einfach... Ein Lichtschacht. Oder vielleicht dient die Öffnung auch der Entlüftung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Meine leichteste Übung. Yeah. Das hat sich schon gelohnt, dass wir Ivo genommen haben. Wilbur hätte das nicht geschafft. Nate hätte wahrscheinlich einfach die Tür aufgebrochen. Oha. Knopf. Nichts. Vermutlich muss die Maschine laufen, damit sich etwas tut. Okay. Also was haben wir denn hier alles? Maschinen? Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich sind sie deswegen untergegangen. Die Maschinen sind tot. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nach all den Jahren noch funktionieren würden. Ach klar, Schublade. Aha, eine Steinscheibe. Numero 2. Sieht aber nicht mehr so gut aus. Dreh am Rad. Ich drehe hier ständig am Rad. Ausgezeichnet. The door is open. Und einen Zylinder. Ein abgerundeter Zylinder mit Steindeckeln und einer kleinen Luke. Überraschend schwer. Rohrpostzylinder. Ein abgerundeter... Kann ich da Steine reintun? Nein. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nein. Eine Steinscheibe. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Ich hab auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt.
Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen bewundert und verehrt werden. Ja. Machen wir das doch einfach so. Mit die größere Scheibe, die kaputter aussieht, da rein. Passt perfekt. Die da rein. In Ordnung. Die Scheiben sind nun genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. So, nun? Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Tut sich da jetzt irgendwas? Kann ich irgendwas machen? Der Schaft lässt sich hineindrücken. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Nein! 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 Dann reden wir wieder nur in eine Richtung drehen. Das war so richtig, oder? Aha. Gelb. Verwirr mich doch bitte nicht. Ach, das heißt, eins ist richtig, aber an der falschen Stelle, oder was? Okay. So. Und dann fehlt noch das Letzte. Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Hallo? Lies das Schild. Was steht auf dem Schild? Ernsthaft? Gnome-Tech Tempel-Kontrollsystem 1000. Das erklärt einiges. Dieses Tal dreht sich immer mal wieder schwunghaft um 90 Grad. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es das tut. Ja, ich auch nicht. Das macht aber nichts, glaube ich. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum, dass man sie noch essen kann. Oder will. Rohrpost in den Rohrpost. Versuchen wir es. Das Ding ist doch kaputt da oben. Und weg damit. Vermutlich ist das gesamte System nicht mehr in gutem Zustand. Okay. Dann können wir jetzt den Knopf drücken und die Tür öffnen, oder? Ich glaube, das war's. Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Ne? Kommt rein, ihr beiden. Nichts zu hören. Ja. Wo sind denn die beiden? Weg. Brauchen sie eine Einladung? Okay, Jungs, was soll... Na toll, ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Ich hab so das dumpfe Gefühl. Ne? Hey, hörst du mir zu? Du bewachst sie, verstanden? Nicht pressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst. Wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können. Selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Oh. Du bist gerade mir vorbeigegangen. Du musst nicht so schreien. Ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen.
Okay, dann befreien wir jetzt erstmal Nate und Wilbur. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Ja, habe ich doch selber gebaut. Wir knüppeln jetzt erstmal den Troll nieder. Dramatische Musik. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Ich kann trollisch, ja. So.